Ich bin heute in Sölden auf der Skipiste und habe da unten direkt am Lift einen Campingplatz gefunden. Und wenn du Lust hast, diesen Campingplatz genauer kennenzulernen, dann bleib sehr gerne drauf. Wir sind in Sölden, also quasi auf den Spuren von James Bond. Und einfach dranbleiben, gleich geht's los. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan for Van. Mein Name ist Markus und heute melde ich mich von Sölden direkt. Und zwar auf den Spuren James Bond. Denn hier wurden Teile von James Bond Filmen gedreht. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, welches Video oder welcher Film das war, besser gesagt. Mir geht es heute aber gar nicht darum, James Bond nachzueifern, sondern mir geht es einfach nur darum, schön Skifahren zu gehen. Und das Ganze sehr komfortabel, wo ich eben vom Camper aus nicht erst mit dem Skibus zum Lift fahren muss, sondern aussteige und dann direkt zum Skilift gehen kann. Und so einen Campingplatz habe ich hier in Sölden gefunden und den möchte ich euch heute ganz kurz vorstellen. Ich versuche das alles so neutral wie möglich zu machen. Ich erkläre euch ganz kurz, wie ich das Ganze gegliedert habe. Im ersten Abschnitt gucken wir uns generell mal die Lage dieses Platzes an. Dann schauen wir uns die Infrastruktur des Platzes an und den Platz selber. Und zu guter Letzt kommen wir dann natürlich zu meinem persönlichen Fazit. Und dann sind wir auch schon wieder durch. Jetzt würde ich sagen, nicht vergessen, diesen Kanal abonnieren. Wenn ihr solche Themen nicht mehr verpassen wollt, dann auch sehr gerne die Glocke drücken. Denn hier geht es immer rund um das Thema Camping. Und jeder von euch ist mir ganz, ganz herzlich willkommen. Und jetzt wünsche ich uns ganz viel Spaß bei diesem Video zu dem Thema Campingplatz direkt am Lift. Sölden liegt knapp 200 Kilometer südlich von München, das entspricht circa 3 Stunden Fahrzeit und schließt das Gletscher-Skigebiet am Rettenbach und Tiefenbach ferner ein. Sprechen wir kurz über die Lage des Campingplatzes und ihr seht ihn jetzt hinter mir, ich bin ein bisschen weiter weggegangen, weil er liegt wirklich sehr zentral, er liegt mitten in Sölden und das bedeutet, zum einen hast du fußläufig die Gondelbahn, wirklich nur 2-3 Minuten, sogar dort hast du die Möglichkeit, einen Spind anzumieten, sodass du deine Ski und Skischuhe dort direkt lagern kannst, direkt an der Gondelstation, aber wie gesagt, musst du eigentlich nicht, denn es hat auch am Campingplatz sogar einen extra Skiraum, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Und du hast fußläufig vor allem Supermärkte. Der M-Preis nach oben, ungefähr so 10 Minuten, allerdings ein bisschen steilerer Weg, dann über die Hängebrücke oder nach unten zum Spar. Das sind dann allerdings zu Fuß her, fast Viertelstunde. Aber alles fußläufig, genauso wie unfassbar viele Restaurants. Und zwar Pizzerien, aber auch natürlich einheimische Gastronomie. Alles fußläufig und du hast auch noch direkt vor der Mütze eine Bushaltestelle. Also Herz, was willst du mehr? Und an der Stelle vielleicht noch ein paar Details zum Skigebiet. Das Skigebiet erstreckt sich bis zu einer Höhe von 3340 Metern mit 32 modernen Liftanlagen. Die längste Abfahrt misst 15 Kilometer und in Summe hat man 146 Kilometer Pisten. Und die waren auch wirklich fast immer nahezu leer. Also wenn wir wollten, konnten wir alleine fahren. Die Hütten waren toll, man hat richtig gutes Essen gehabt. Ja, so viel also zum Skigebiet. Ja, und damit haben wir jetzt mal die Lage gecheckt von dem Campingplatz und jetzt gucken wir uns mal generell den Campingplatz an, die ganze Infrastruktur und ja, lass uns loslegen. Beginnen wir mit der Anfahrt. Der Platz ist sehr einfach zu finden, da er gut ausgeschildert ist und bevor man sich bei der Rezeption anmeldet, hat man noch genügend Parkplatzmöglichkeiten. Zudem ist die Einfahrt übersichtlich und komfortabel groß. Der Platz verfügt über rund 90 Stellplätze. 19 davon sind sogenannte Komfortstellplätze mit 70 bis 85 Quadratmetern, ein Stromanschluss von 16 Ampere sowie winterfesten Abwasser- und Frischwasseranschluss. Des Weiteren gibt es noch Premium-Stellplätze mit rund 100 Quadratmeter Fläche. Ich selbst hatte einen Komfortplatz gebucht und wie man hier sieht, benutzte ich auch meine Hubstützen, denn der Platz ist nicht ganz eben. Hey, wir sind eben im Gebirge und daher empfiehlt es sich für den gesamten Platz, egal welchen Stellplatz du hast, immer über entsprechende Systeme zu verfügen, zum Beispiel Auffahrkeile, Hubkissen oder eben Hubstützen. Entsprechende Videos blende ich euch dazu ein. Da es während meines Aufenthaltes sehr matschig war, stellt einem der Campingplatz Paletten zur Verfügung, damit man mit möglichst trockenem Fuße zu seinem Camper gelangt. Und nun zeige ich euch noch ein paar Bilder, die ich vom Platz einfangen konnte. Thank you.
Und wenn du keinen Spind an der Gondel mieten möchtest, kannst du deine Ski und Skischuhe auch ganz bequem direkt am Campingplatz lagern. Und hier noch ein kleiner Tipp, wie du die Ski bestmöglich tragen kannst, weil ich immer wieder darauf angesprochen wurde. Entweder einfach mit deinen Stöcken parallel genommen, mit den Schlaufen etwas verlängert um die Ski herum, oder es gibt sogar extra Trageriemen, damit man seine Ski über die Schultern werfen kann. So, aber jetzt wieder zurück zum Campingplatz. Denn wie ihr hier sehen könnt, gibt es noch eine ganze Menge mehr. Zum Beispiel Spülräume, und die sind wirklich großflächig und man hat eine Menge Platz, um abzuspülen und abzutrocknen. Es gibt sogar Spülmaschinen, die man benutzen kann. Es gibt Kochnischen, wo man selber kochen kann. Und von den Spülbereichen gibt es sogar zwei an der Zahl. Und beim unteren hat man sogar auch noch Waschmaschinen und Wäschetrockner. Und wer sich was gekocht hat, kann das Essen zum Beispiel in der Lounge zu sich nehmen. Hier kann man aber auch zusammen Karten spielen, Fernsehen schauen oder sich ein Buch aus der Bibliothek nehmen. Und die habe ich um ein kleines Werk erweitert. Und wer vom vielen Lesen, vom Skifahren, vom Wandern, vom Klettern, vom Biken und all dem, was man machen kann, immer noch nicht müde ist, der kann im hauseigenen Fitnessstudio noch an seinem Körper trainieren und anschließend im Wellnessbereich entspannen. Das gilt aber nicht nur für uns, sondern auch für unsere vierbeinigen Freunde. Auch an die wurde gedacht. Jetzt aber wieder zurück zu uns Campern. Ich zeige euch jetzt mal die Duschen und danach die Toiletten. Der Campingplatz verfügt zudem über Privatbäder. Das bedeutet, nur du hast für den gemieteten Zeitraum den Zugang zu deinem privaten Badezimmer, wo du dann auch alle Sachen stehen lassen kannst und zum Beispiel nasse Klamotten hängen lassen kannst. Und natürlich wurde auch entsprechend an die Ver- und Entsorgung der Fahrzeuge gedacht und natürlich auch der Kassettentoiletten. Die kann man entweder über den Camper Clean entsorgen und reinigen lassen, beziehungsweise kann man das auch alles natürlich händisch verrichten. Und da der Campingplatz umweltbewusst auftritt, ist Mülltrennung selbstredend. Darüber hinaus hat der Campingplatz noch Extras wie eine Tiefgarage, einen Kinderspielraum und so weiter. Aber das waren alles Sachen, wo ich selber nicht mehr vor Ort war und deswegen auch keine Videos drehen konnte. Kommen wir deshalb zu den Preisen, und das ist natürlich stark abhängig davon, wann ihr reist und auf welchem Platz ihr gebucht habt. Das preiswerteste wäre im Winter alleinreisend auf einem Standardplatz für 32 Euro, das teuerste in der Hauptsaison für 77 Euro für einen Premiumplatz, dann allerdings für bis zu zwei Personen. Dazu kommen immer 3,50 Euro Kurtaxe für eine erwachsene Person und 3 Euro für den Umweltbetrag pro Platz. Für mich konkret hat das bedeutet, ich musste für den Komfortplatz 74 Euro in der Faschingszeit bezahlen, das dann für zwei Personen. Inkludiert waren weiterhin 5 Kilowattstunden pro Nacht. Je weitere Kilowattstunde hätte ich 90 Cent bezahlen müssen. Darüber hinaus habe ich 3,50 Euro für mich als Erwachsenen für die Kurtaxe bezahlt und 3 Euro für den Platz als Umweltbeitrag. Und dann gibt es natürlich noch weitere Extras, wie zum Beispiel das Privatbad oder ein Hund, der hier zum Beispiel mit 6 Euro zu Buche schlägt. Im Sommer sind die Preise dagegen deutlich günstiger, wie man hier sehen kann. Bis auf den Hund, der ist 50 Cent teurer. Warum auch immer, vielleicht habt ihr darauf eine Antwort. Schreibt das gerne in die Kommentare. Ja, und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu meinem persönlichen Fazit. Bisher war alles sehr neutral. Jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Fazit. Dazu gehen wir aber rein ins Auto. So, hier drin kann ich jetzt die Wahrheit sagen. Und das will ich natürlich auch in vollen Zügen machen. Ich fange mit diesen bisschen negativen Sachen an. Und dazu muss ich vorweg sagen, zwei Sachen. Und zwar einmal bin ich nicht so der Campingplatzbesucher. Das wisst ihr ja vielleicht, wenn ihr mich schon kennt. Also ich bin ja in erster Linie beruflich unterwegs und da fahre ich dann Stellplätze an oder fahre private Plätze an. Ich bin nicht so der Campingplatzbesucher. Und die zweite Geschichte ist, ich war zu einer Jahreszeit dort, da hat sich das Wetter zwar super präsentiert, weil wir hatten immer Sonnenschein und blauen Himmel, aber es war halt Tau. Wetter, das bedeutet, der Schnee ist geschmolzen, es war matschig überall und das ist natürlich ganz gemein, weil der Campingplatz hat sich jetzt nicht in voller Blüte präsentiert und mit saftig grünen Wiesen,
Aber er konnte sich auch nicht in weißer Schneepracht präsentieren. Und das ist natürlich ein bisschen hinterfotzigen. Dafür kann der Platz überhaupt nichts. Wir gehen jetzt mit den negativen Sachen. Der Platz ist kein Platz, wo ich jetzt sagen würde, ich will des Platzes willen dorthin fahren. Versteht ihr, was ich damit sagen möchte? Ich finde, die Parzellen sind relativ klein. Das ist alles sehr eng gestellt. Drumherum sind viele Betonbauten und so weiter. Das ist jetzt nicht der idyllische Platz. Aber darum geht es ja, glaube ich, auch nicht, wenn du hierher nach Sölden fährst, sondern mir ging es ums Skifahren. Du kannst hier biken gehen. Also ich will sagen, es geht ja um die Erlebnisse drumherum. Und deswegen steuerst du diesen Platz an. Und die zweite Geschichte ist natürlich der Preis. Der ist schon, finde ich, gesalzen, aber da will ich jetzt auch nicht so lange drüber reden, weil die Preise sind überall gerade nicht geil und das ist halt so und das weißt du vorher und da sagst du, okay, das mache ich oder mache ich nicht. Kommen wir jetzt zu den positiven Sachen. Gerade mit diesem Matschewetter hat der Campingplatz alles gegeben. Angefangen von den Paletten, die du vor dein Auto hinlegen konntest, damit du da eben nicht durch die Sülze in dein Auto einsteigst, bis hin zur Sauberkeit in den Sanitärgebäude. Denn da war es immer picobello sauber, weil das ist zu der Jahreszeit ja ziemlich gemein, wenn du da mit deinen ganzen Matscheschuhen da rumläufst. Zum einen waren die Camper wirklich sehr diszipliniert, das ist mir echt aufgefallen. Und zum anderen war halt ständig, egal um welche Uhrzeit ich da war, es war immer sauber, es war immer irgendwo jemand, der geputzt und gereinigt hat. Toll, also super. Generell die Infrastruktur am Platz, mega. Angefangen von dem Skiraum, dem Trocknungsraum für die Klamotten, die ganzen Möglichkeiten, wo du dein Geschirr spülen kannst. Also das ist alles mega. Diese Lounge, wo du, gerade wenn du mit Familien unterwegs bist, dich abends treffen kannst, Karten spielen kannst, ein bisschen was essen kannst, Fernsehen gucken kannst, also finde ich von der Idee her super gut. Und die Bäder auch, oder Toiletten sauber, Bäder sauber, die Duschen. Und auch bei den Duschen ist mir aufgefallen, das ist einfach durchdacht. Du hast immer Platz, wo du deine Sachen hinhängen kannst, sodass sie auch trocken bleiben, während du duschst. Die sind geräumig, also alles super. Und auch diese Privatbäder, tolle Idee. Gerade wenn du zum Beispiel als Familie mit dem Campingbus zum Beispiel unterwegs bist, ist es eine super Alternative, um deinen Platz zu erweitern, weil du dort eben nachts auch die Sachen einfach mal liegen lassen kannst, die können dort trocknen. Du erweiterst einfach dein Territorium, was ja vielleicht bei so einem Campingbus, gerade beim Wintercamping, durchaus Spaß macht. Also insofern, das finde ich alles top, bis hin zu dieser Hundewaschstraße da, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber diesen Hundewaschplatz. Also da ist an so viel gedacht. Super, super toll. Und das Wichtigste war, die Leute sind alle so nett. Also du fühlst dich hier einfach willkommen. Das ist mir ehrlicherweise das Wichtigste. Du fühlst dich hier einfach wohl. Es ist sehr herzlich. Das ist auch nicht aufgesetzt. Es wird sich immer um dein Wohl besorgt. Und ich glaube, das können alle Gäste, die mit mir hier sind, bestätigen. Das ist wirklich was, wo du sagst, boah, geil, da komme ich gerne her. Und das ist ja das, was am Ende auch den Urlaub ausmacht. Und wie gesagt, ich bin jetzt nicht hierher gekommen des Platzes wegen, sondern aufgrund der Erlebnisse, die ich hier sehr zentral eben drumherum erleben kann. In einer Minute bist du wirklich an der Gondelbahn und kannst mit den Schienen da hochbrausen. Mega, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also um es kurz zu machen, ich würde jetzt wahrscheinlich nicht immer meinen Jahresurlaub hier verbringen, aber um mal so eine Woche Ski zu fahren, definitiv werde ich da wiederkommen. Und ich werde mir das auch mal im Sommer anschauen wollen, wenn es ums Thema Biken geht. Da ist ja hier Sölden auch einfach ein Burner. Also insofern, glaube ich, wird mich dieser Campingplatz definitiv wiedersehen. Ja, soweit mein persönliches Fazit. Ja, und damit sind wir auch schon wieder durch mit diesem Video. Wenn ihr Fragen habt, sehr gerne damit ab in die Kommentare. Ich versuche so schnell wie möglich zu antworten. Lasst sehr gerne ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und wenn ihr total wild seid und es noch nicht gemacht habt, den Kanal sehr gerne abonnieren. Die Glocke nicht vergessen, dann werdet ihr sofort informiert, sobald es hier ein neues Video auf dem Kanal gibt. Und jetzt wünsche ich euch, egal ob ihr auf Campingplätzen fahrt, ob ihr zum Skifahren geht, wo auch immer ihr hinfahrt, ganz, ganz tolle Reisen. Und das Wichtigste ist, kommt gesund und glücklich wieder zurück. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Markus. Ciao.